Liebe Gemeinde, so beginne ich heute Abend nicht, denn ich bin ja nicht in der Kirche, sondern begrüße Sie im Gemeindehaus. Ich freue mich, Gastgeber sein zu dürfen im Namen der Jakobusgemeinde und ich finde es schön, wenn wir Dinge anbieten, geistlichen Inhaltes, aber auch, ja, die das übersteigen oder verändern, weil es auch darum geht, sich gegenseitig zu helfen, im Leben klarzukommen. Und im Leben klarzukommen kann auch bedeuten, dass man sich nicht immer von der jüngeren Generation erklären lassen muss, wie geht das eigentlich und drück doch mal drauf, sondern dass man sagen kann, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Und wenn wir Glück haben, ist es heute Abend so ein Stück weit der Fall. Herr Gerd Zöller hat vieles von dem in die Hand genommen und der führt Sie auch etwas durch den Abend. Ja, herzlich willkommen zu der Veranstaltung Smartphone entdecken im Dekanat Nassauer Land. Mein Name, Sie haben es ja gerade gehört, ist Ralf Gerd Zöller und ich leite die Projektstelle Innovative Arbeit mit jüngeren Seniorinnen und Senioren. Und ich bin ja so froh, ich habe noch nie so viele Teilnehmer für diese Zielgruppe hier vor mir gehabt. Und diese Projektstelle ist eigentlich dafür da, dass man also Menschen, die 55 und älter sind, als Ansprechpartner vorhanden ist, Netzwerk schafft und Programme mitentwickelt und dass sie dort einen Ansprechpartner haben. Und ich arbeite sehr gern zusammen mit der Initiative 55 plus minus und wir haben dort schon ein sehr aktives Netzwerk gefunden. Um eine Möglichkeit ist es, mit dem Smartphone gut zu vernetzen und gemeinsam aktiv zu bleiben und in Kontakt zu kommen. Und ich freue mich, dass wirklich so viele hier sind aus dem gesamten Dekanat, dass manche den Weg von ganz weit weg geschafft haben. Wer kommt denn zum Beispiel aus Diez und Umgebung? Oh, das sind sehr viele. Und wer kommt denn aus der Ecke Nassstetten, Lorelei? Ja. Und wer kommt so aus Klingelbach? Auch drei. Super. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen. Das Thema heißt ja Smart. Oh, noch jemand. Oh. Wer kommt denn aus Nassau, Bad Ems, Braubach, Lahnstein, diese ganze Ecke? Genau. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, das ist ja toll. Also man sieht, es ist doch eine schöne Dekanatsveranstaltung, die ja sehr weit geht. Also nicht nur für die Diezer, wobei natürlich die Diezer hier, die haben es ja vor der Haustür bekommen und die sind ja natürlich sehr präsent hier, aber auch hinausgeht bis nach Nassau und nach Lahnstein und Braubach. Ja, und ich freue mich, dass die Sendung heißt, das Projekt heißt ja Smartphone entdecken und dass Sie heute alle hier sind als Entdeckerinnen und Entdecker. Und ich freue mich, dass wir jetzt unsere Kooperationspartner dabei haben, unsere Unterstützer. Das ist einmal das Zentrum Bildung der EKN, Bereich Erwachsenenbildung und Familienbildung, die Evangelische Kirche in Kurhessen und Walding. Dazu noch etwas Pragmatisches. Die Veranstaltung ist kostenfrei für Sie. Das ist eigentlich ganz wichtig. Sie brauchen auch nichts zu spenden. In die Teilnehmerliste haben Sie sich schon eingetragen. Und wenn Sie möchten, und Sie haben es zum Teil ja schon gemacht, können Sie sich auch in die Mailadresse nochmal eintragen. Dann bekommen Sie von uns ab und zu einen Rundbrief. Zum Verlauf wird es eine kleine Pause geben. Da sind Snacks zubereitet. Die können Sie dann nehmen und auch Wasser und Apfelsaft ist da. Ja, und ich freue mich über unseren Entdeckungstourleiter heute, Smartphone entdecken, Tobias Albers Heinemann vom Zentrum Bildung, der dieses Projekt mitentwickelt hat, und den Bildungsreferent Khalid Asalati. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, da gebe ich mal weiter. Und wir hören uns heute bei dem Abend. Ja, vielen Dank, Ralf. So, machen wir. Bevor ich mich vorstelle, vielleicht wundern Sie sich so ein bisschen über das Setting mit den Kameras, mit dem, was man hier sieht. In der Beschreibung stand, die Veranstaltung wird auch ins Internet übertragen, live gestreamt. Das mache ich aus folgenden Gründen. Ich selber habe jahrelang in einem sehr ländlichen Dekanat gearbeitet
Und das Problem war einfach, dass zu bestimmten Uhrzeiten für bestimmte Menschen es einfach schwierig war, einen weiten Weg auf sich zu nehmen. Das können öffentliche Verkehrsmittel sein, das ist die persönliche Mobilität. Und deswegen habe ich einfach einen Weg gesucht, wie man über Internet mitmachen kann. Nicht nur zugucken, sondern richtig mitmachen. Als Beispiel zum Mitmachen ist auch unser heutiger Gastreferent mit dabei, den Peter Knaack. Peter Knaack ist Journalist und Datenschutzbeauftragter von der Stiftung Warentest in Berlin. Und ich sage jetzt erstmal, hallo Peter, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, Tobias, und einen schönen guten Abend auch in die Runde. Danke, Peter. Wir kommen auf den Peter Knaack gleich auch nochmal zurück. Ich wollte Ihnen das einfach nur erklären, nicht, dass Sie sich fragen, was so diese ganzen Fenster hier bedeuten und wie soll es denn? Ja, der Michael Grunewald, der ist auch mit dabei, sehe ich gerade. Michael Grunewald ist Referent für Digitales im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN in Mainz. Peter und Michael kennen sich ja auch und von daher ist das auch eine sehr schöne Runde. Hallo Michael. Gut, er winkt. Ja, kurz zu meiner Person. Tobias Albers Heinemann. Ich arbeite in Darmstadt im Zentrum Bildung im Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung und bin dort zuständig für digitale Lernformate und Medienpädagogik. Sie haben es bestimmt mitbekommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Medien, Digitalisierung, die haben unheimlich viel verändert. Sei es was Kommunikation angeht, sei es was Konsum angeht, aber auch was Bildung angeht. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie können wir Digitalisierung nutzen für unseren Bildungszweck? Und ich glaube, da ist das Setting, was wir hier haben mit den Kameras, mit der Internetübertragung schon mal ein sehr guter Anfang und ein ganz gutes Beispiel. Ja, der Abend gliedert sich wie folgt. Wir haben im ersten Teil einen kleinen thematischen Teil, wo der Peter Knaack nachher auch mit sehr aktiv sein wird. Dann gibt es eine Pause. Im zweiten Teil geht es um das Projekt Smartphone entdecken, was wir Ihnen im Detail vorstellen und was in den nächsten Wochen auch noch alles angeboten wird. Denn Sie werden merken, wenn es um das Thema Smartphone geht, das ist ein unheimlich breites Feld. Das ist irgendwie nichts, wo man irgendwie so einen Zettel ausdrucken kann mit 10 Tipps. Beherzigen Sie die Tipps und dann ist alles gut. Das funktioniert leider nicht. Von daher, wir haben sehr viel Mühe, sehr viel Energie in dieses Projekt gesteckt. Das Projekt ist komplett finanziert vom Hessischen Kultusministerium. Da gab es Fördergelder für und die haben wir sehr gerne auch für dieses Projekt ausgegeben. Dazu aber gerne noch später etwas mehr. Bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich Sie einladen, an einem kleinen Gedankenexperiment, an einer Vorstellung teilzuhaben. Sie kennen sicherlich vielleicht Sprachassistenten wie Alexa, Siri, Google-Assistenten. Vielleicht mal so kurze Rückmeldung, wer von Ihnen weiß denn, was eine Alexa ist? Ah, das ist ja schon mal der Großteil, wunderbar. Für die anderen, das ist eine Sprache oder ein kleiner Computer. Da kann man sagen, Alexa, mach mir bitte das Licht an und dann macht Alexa das Licht an oder spielt auf Zuruf die Musik ab. So, ich möchte Sie jetzt einladen zu diesem kleinen Gedankenexperiment, weil ich würde gerne für die evangelische Kirche auch so einen Sprachassistenten entwickeln. Ja, und zwar damit wir Ihr christliches Nutzungserlebnis verbessern können. Da können Sie zum Beispiel in diesem, ich nenne die Box Theo, weil ich finde, Theo ist ein toller Name für einen kirchlichen Sprachassistenten. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, Theo, wie ist denn die Tageslosung? Und dann sagt Theo Ihnen die Tageslosung. Theo, spielt mir ein Lied aus dem Gesangbuch. Theo spielt Ihnen ein Lied aus dem Gesangbuch. Damit wir natürlich unser Angebot auf Ihre Bedürfnisse wirklich maßschneidern können, verfügt Theo über verschiedene Mikrofone, die bei Ihnen zu Hause natürlich auch alles mithören. Ja, die Mitarbeitenden in der Kirchenverwaltung, die schreiben dann alles auf, was sie zu Hause auch sagen. Und wir gucken dann einfach nach, wie wir unser Angebot auf ihren Alltag maßschneidern können. Klingt das nach einer tollen Idee? Nein. Warum denn nicht? Dann können sie ja alles, dann hat man ja kein Privatleben mehr. Ja, aber wir müssen doch zuhören, um zu wissen, was sie brauchen. Ja, das können wir Ihnen auch mitteilen. Frage ich hier mal weiter. Finden Sie das eine gute Idee? Und ob. Und ob? Ja. Sie würden sich so ein Theo ins Wohnzimmer stellen? Ja, doch, würde ich machen.
Okay, ich frage mal weiter. Finden Sie das eine gute Idee? Kommt drauf an. Worauf? Inwieweit man sich da gängeln lässt. Was heißt denn gängeln? Inwieweit ich das mitmache oder ob mir das auf die Nerven geht oder wie lange ich das eben am Tag aushalte. Ja, Theo, genau. Aber Sie können es ja vertrauen, wir sind ja evangelische Kirche und so, und da sind Ihre Daten ja in guten Händen. So viel. Schreibst du mal bitte den Peter mit dazu? Ja, so viel zu unserem kleinen Gedankenexperiment. Theo ist natürlich eine reine Fiktion und wir holen jetzt einfach den Peter jetzt hier mal mit ins Boot. Falls Sie sich wundern, warum ich jetzt hier in so ein iPad reinspreche, was hier hängt, ich habe mir den Peter auch noch mal hier ins iPad genommen, weil ich finde es immer schön, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wenn ich diesen jemanden auch sehe. Und Peter sieht mich dann so auch über die Kamera von dem iPad und wir können uns unterhalten und Sie können sich mit dem Peter Knaap auch so unterhalten. So Peter, Sprachassistent Theo, ist das eine Utopie oder sind wir mit meiner Idee, ist das gar nicht so was Neues, kann ich da nicht mehr von reich werden? Na, ich rate ab und das liegt daran, dass wir ja schon genügend Erfahrung mit diesen Sprachassistenten haben. Sie reagieren auf ein Stichwort, beispielsweise Hey Alexa oder so, und alles, was danach gesprochen wird, das wird eben ins Internet gesendet, wird dort auf Servern übersetzt, von Menschen auch noch mitgelesen, wenn es schlecht verstanden wurde, und wird dann wieder als Befehl zurückgeschickt, den diese Box ausführen soll. Das funktioniert ja, obwohl die Box bei uns im Wohnzimmer steht, ja tatsächlich im Internet, im Beispiel von Amazon, eben bei Amazon, bei Alexa. Und dieser Datenabfluss ist eben nicht zu kontrollieren, weil die Sprachassistenten regelmäßig, das ist ja nun schon bekannt, auch auf Stichwörter reagieren und mitschneiden, ins Internet senden, obwohl sie gar nicht gemeint sind. Hast du da irgendwo konkrete Beispiele, wo das mal so gewaltig in die Hose gegangen ist? Na, etwas, was auch die Begehrlichkeiten deutscher Ermittlungsbehörden schon geweckt hat, ist ein Mordfall in den USA, wo der Richter angeordnet hat, die Protokolle von der Alexa-Box auszuwerten, die eben in dem Haus war, in dem der Mord stattfand, in der Hoffnung, dass die irgendetwas mitgeschnitten hat, was den Täter vielleicht überführen könnte. Und da hat man dann tatsächlich den Spion im eigenen Haus. Mag jeder sagen, die Überführung von Mördern ist absolut okay, aber gucken wir nach China, da möchte ich nicht wissen, was mit den Daten der dortigen Sprachboxen so passiert, was den Menschen, die etwas anders denken, als das Zentralkomitee da in Peking erwartet, so denken. Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, es ist in Deutschland sogar auch passiert, dass im Rahmen einer Unterhaltung zu Hause im privaten Wohnraum Wörter gefallen sind, die wohl eine Alexa aktiviert hat. Die hat dann Teile vom Gespräch mitgeschnitten und diesen Teil als Audiodatei an das Smartphone-Adressbuch des Besitzers dann verschickt per E-Mail. Ist sowas so eine einmalige Sache oder kann das einfach passieren, weil die Auslösungswörter ähnlich klingen können? Diese Startwörter werden eben oft missverstanden von den Boxen. Und was die eben, es sind ja dumme Geräte, auch wenn sie uns als smart verkauft werden. Sie haben ja, die können nicht mehr unterscheiden, ob im Fernsehen etwas läuft und die Stimme des Ansagers gerade über ein besonders tolles Puppenhaus gehört, was man kaufen soll. Die haben dann tatsächlich in den USA, haben Alexa-Boxen hundertfach dieses Puppenhaus auch tatsächlich bestellt. Das mag im ersten Anblick kurios sein, zeigt aber, wie wir plötzlich einer Technik ausgeliefert sind, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Generell, ich gehe mal kurz raus aus dem Gespräch zu dem Format. Wir wollen den Abend nicht so gestalten, dass Peter Knaap und ich uns jetzt nur unterhalten und Sie zuhören dürfen. Wir wollen natürlich, dass Sie mitreden. Wir haben ja auch noch ein zweites Mikrofon, das gebe ich dem Ralf Gerzöller. Und wenn Sie irgendwie einen Wortbeitrag haben, eine Ergänzung haben, vielleicht in Ihrem Umfeld ist ja auch irgendwie mal was passiert, was Sie nicht verstanden haben mit dem Gerät, manchmal gehen die auch einfach so los, dann fragen Sie das einfach. Also wir sind heute Abend hier und dann können wir gerne Ihre Wünsche und Ihre Punkte mit in unser Gespräch mit aufnehmen. Es reicht ein einfaches Handzeichen und da hinten ist schon das Erste. Du wirst es noch einmal gleich auf den Knopf drücken, wenn du jenseits der Box bist. Ja. So, eine Wortmeldung. Ja, meine Frage ist, das Smartphone verfügt auch über ein Mikrofon.
kann also Aufnahmen machen. Und wenn Sie jetzt von Sprachboxen, Alexa und Ähnliches sprechen, ist meine Frage, geht das über ein Smartphone theoretisch auch und wird es auch gemacht? Ja, Petra, Sprachassistenten auf Smartphones, inwieweit ist das auch bei der Stiftung Warentest ein Thema? Na, tatsächlich haben die Sprachassistenten ja auf den Smartphones angefangen, bevor sie dann als separate Box in unsere Wohnzimmer rückten. Da gab es schon Siri und Hey Google für die Apple-Telefone, also die iPhones oder Android-Geräte. Und hier ist natürlich die gleiche Gefahr. So wie das Telefon verkauft wird, out of the box, wie es heute so schön neudeutsch heißt, sind diese Sprachassistenten eben aktiv, hören immer zu, warten darauf, dass das Kennwort fällt, auf das sie aktiv werden sollen und stellen, melden sich dann und sind dann dienstbare Geister, die man vielleicht aber besser abschalten und gegebenenfalls nur manuell aktivieren sollte, aber eben nicht über Startwort. Also das heißt, mein Smartphone hat einen eingebauten Sprachassistenten. Gibt es dort, was das Mithörverhalten angeht, einen Unterschied zwischen Android und Apple und hören die immer mit? Und oder was kann ich da machen? Das Prinzip ist das gleiche, so als hätten sie es voneinander abgeschrieben. Wenn ich das Telefon so benutze, wie es mir verkauft wird, dann ist der Sprachassistent immer wach, wartet darauf, dass er das Startwort erfährt, eben Hey Siri oder so, meldet dann oder sendet dann alles, was danach empfangen wird über das Mikrofon, ins Internet, dort wird es übersetzt. Und der einzige Unterschied ist, wie gut sie die Sprecher erkennen. Und da helfen ja die Anbieter nach, das ist ja nur zu unserem eigenen Interesse, indem Sprachnachrichten, die die Assistenten nicht so verstanden haben, dann nochmal von Menschen nachgehört werden, die dann versuchen rauszukriegen, was ist dieses in einem besonderen Dialekt oder ich bin gerade erkältet und näseln ein bisschen und deshalb bin ich unverständlich. Das übersetzen die dann, damit die Sprachassistenten besser werden. Und das ist natürlich letzten Endes eine gruselige Vorstellung, zumal es auch ganz klar gegen die Erklärungen der Unternehmen geht, die sie ursprünglich abgegeben haben, dass Menschen da nicht mithören würden. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir ist Schuldnerberater beim Diakonischen Werk. Eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, eine sehr sensible Aufgabe mit auch sehr wichtigen Daten vor allen Dingen. Und er hat mir erzählt, dass letztens in einem Beratungsgespräch plötzlich sein Smartphone angegangen ist und gesagt hat, ich habe Sie nicht verstanden. Das ist ja schrecklich. Also was kann ich denn da als normaler Bürger machen? Kann man die nicht abschalten? Richtig, abschalten ist genau das, was man tun kann. Die Telefone sind zwar ab Werk so eingestellt, dass die Assistenten immer wach sind, immer zuhören und auf ihr Startwort warten, aber in den Grundeinstellungen der Smartphones ist dann eben auch ein Punkt, wo ich die Sprachassistenten auf manuellen Betrieb stellen kann. Und wenn ich sie dann mal nutzen will, dann muss ich eben eine Taste drücken und sie dadurch erst mal aktivieren und erst dann hören sie zu. Das ist also auf jeden Fall die von mir empfohlene, bevorzugte Einstellung für Sprachassistenten, also Maulkorb. Ich werde ja später noch ein bisschen was über das Projekt erzählen, aber es gibt ja noch weitere Termine, die wir gerne mit Ihren Themen auch inhaltlich füllen. Das heißt, wir werden am Ende des Abends auch nochmal Ihre Themen sammeln. Das heißt, wenn Sie jetzt die Frage haben, wie stelle ich das bei mir aus, dann notieren Sie sich das gerade und dann können wir am Abend einfach vielleicht einfach schnell gucken oder das eben für die nächste Veranstaltung vormerken, uns die Zeit nehmen, an Ihrem Gerät zu gucken, um das Richtige einzustellen. Smart-Assistenten oder Assistenten hören zu. Wie ist das denn ansonsten mit dem Smartphone und den Apps, die ich da installiere? Stichwort Zugriffsrechte. Womit beschäftigt ihr euch bei der Stiftung Warentest? Das sind zwei Ebenen, die wir bei den Apps immer gucken. Das eine ist natürlich die generelle Empfehlung, schau bitte auf die Zugriffsrechte, die sich die App einräumt. Also wir hatten mal eine Taschenlampen-App, die nichts weiter machte, als die Leuchtdiode anzuschalten, damit das Telefon wie eine Taschenlampe funktioniert. Und die hat aber auch immer in dem Moment, wo sie aktiviert wurde, an einen Server im Internet gesendet, wo genau das gerade passiert. Die Telefone haben ja die Satellitenortung, GPS mit drin und wissen immer auf den Meter genau, wo wir sind. Und ich frage mich, warum werden diese Daten über mich gesammelt? Ich weiß ja auch die Antwort, na klar, man macht die zu Geld. Ne?
Die zweite Ebene ist aber eben nicht nur die auf der Berechtigungsebene, wo es eben noch möglich ist zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass die Taschenlampen-App auf das Ortungsmodul zugreift, auf die Geodienste. Es gibt auch noch die zweite Ebene, die wir als Nutzer überhaupt nicht in der Hand haben, nämlich rauszukriegen, was sendet denn die App, ohne dass ich es weiß und ohne dass ich es verhindern kann ins Internet. Und da sind jede Menge Tracker drin, die uns verfolgen, die unser Nutzungsverhalten verfolgen. Ich hatte mal so einen krassen Fall bei einem Spiel Moorhuhn, das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, war mal so ein ganz großer Brüller. Und wir haben geguckt, was macht denn Moorhuhn im Hintergrund? Und dort wurde tatsächlich gesendet, Peter Knag war in Level 2, es waren 8 Moorhühner da, der hat 20 Mal geschossen, der hat 0 Mal getroffen. Also minutiös wurde genau, alles, wie lange ich in diesem Level war, es wurde alles protokolliert. Jetzt stelle ich mir vor, ich bewerbe mich bei einer Firma, die Sicherheitsdienste anbietet, Objektschutz oder so etwas, und ich soll dort auch möglichst mit Waffe rumlaufen, und dann guckt der Personalentscheider in das Moorhuhn-Protokoll, das er dann irgendwo sich eingekauft hat, und sieht, klar, kann er schlecht schießen, schon bin ich den Job los, bevor ich ihn bekommen habe. Vielleicht zur grundsätzlichen Info, Zugriffsrechte. Unser Smartphone lebt ja von den Apps, die wir da drauf installieren. Und durch die Apps bekommt das Smartphone ja auch seine vielseitigen Funktionen. Damit eine App aber funktionieren kann, also ein Programm, muss es auf bestimmte Bereiche vom Smartphone zugreifen können. Eine Navigations-App zum Beispiel braucht dringend Zugriff auf das GPS-Modul, also auf die Satellitenverbindung, weil wenn die Navigations-App schon nicht weiß, wo ich bin, kann sie mir auch nicht sagen, wo ich hinfahren soll. Eine Adressbuch-App, die braucht auch Adresse oder Zugriff auf die Kontakte. Ansonsten ist es keine Adressbuch-App. Das heißt, Zugriffsrechte sind erstmal nichts Schlimmes. Die sind notwendig, damit eine App funktionieren. Aber, wie Peter Knag gerade erzählt hat, gibt es anscheinend einige Apps, die wohl mehr Zugriffsrechte sich einräumen, als sie überhaupt brauchen. Beispiel war jetzt die Taschenlampe-App, die auf GPS-Modul oder Adressbuch zugreifen wollte. Oder gibt es garantiert noch ganz viele andere Beispiele, oder? Ja, reichlich. Wir hatten letztens sogar mal eine App, die selbst dann die Standortdaten gesendet hat, wenn die Nutzer den Berechtigungen das unterbunden hatten. Die hat sich dann diese Daten von woanders geholt, aus dem normalen Kanal im Telefon bekam sie die nicht, aber sie hatte dann einen Ausweg gefunden, also die App-Programmierer, und haben dann auf eine andere Weise ermittelt, wo das Telefon ist, etwas ungenauer, aber immer noch genau genug, und hat eben ganz genau diese Berechtigung umgangen. Das ist wirklich spooky, und das sind Dinge, die man als Nutzer nicht sehen kann, die wir nur bei unseren ziemlich aufwendigen Tests dann eben feststellen. Und solche Apps kriegen bei uns dann natürlich den Stempel sehr kritisch, und damit sind die dann im Grunde raus aus dem Rennen. Die sollte man nicht nehmen. Das heißt, kann ich da irgendwie als Nutzer was machen, um diese Zugriffe unter Kontrolle zu kriegen? Zwei Möglichkeiten gibt es. Die einfachste ist, möglichst auf Bezahl-Apps auszuweichen, denn bei denen ist solch rechtswidriges oder zumindest unsere Datenhoheit beeinträchtigendes Verhalten eher selten. Die müssen ja nicht mit den Daten Geld verdienen, sondern sie tun es, weil ich was bezahle. Und wer es wirklich genau wissen will, der kann auch bei uns zum Beispiel auf der Website nachgucken, ob es denn für den Zweck, der jetzt gerade ist, eine Banking-App ist vielleicht ein falsches Beispiel, aber ein Passwort-Tresor oder so, ob der bei uns eben gute Noten gekriegt hat oder schlechte. Wir hatten selbst Sicherheitssoftware schon, die selber einen Unsicherheitsfaktor in sich barg. Das sieht man dann an unseren Urteilen. Okay, danke. Du sagst jetzt die ganze Zeit, dass wir mit den Daten bezahlen. Da stelle ich mir jetzt gerade unheimlich schwer vor. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bezahle mit meinen Daten. Das ist ja, also meine Daten, die ich von mir gebe, wo ich gerade bin, wo ich hinlaufe, wo ich hin möchte. Das ist jetzt ja nichts, was man in die Hand nehmen kann. Wie kann da jemand mit Geld verdienen und wie wird das gesammelt? Ich würde mal zwei Beispiele bringen. Das eine ist, dass unsere Telefone ja im Grunde immer wissen, wo wir sind. Und wenn wir die Ortungsfunktion nicht unterbunden haben, dann wissen auch Google oder Apple oder eben auch unsere Netzbetreiber immer, wo wir sind. Wenn man sich mit dem Telefon bewegt, wird man von Funkmast zu Funkmast eingebucht und es ergibt sich ein Bewegungsprofil. Und schon diese Daten sind richtig viel Geld wert. TomTom, der große Anbieter von Navigationsgeräten aus Holland, hat das als erster genutzt, hat sich von Vodafone die Verkehrsdaten, nennt sich das, geben lassen und wusste daher, wo ist Stau, wo ist kein Stau, und hat die Live-Navigation eingeführt.
das bringt dem Unternehmen richtig Geld. Und das Zweite ist, dass eben jede Menge Datensammler versuchen, aus den vielen einzelnen Daten, die vielen einzelnen Apps über uns sammeln und ins Internet senden, ein Profil zusammenstellen, wo eben rauskommt, wer ich bin, wie alt, welche sexuellen Präferenzen, welche Kaufpräferenzen, welches Kaufverhalten, wie kaufstark bin ich überhaupt. All diese Daten werden noch zusammengeführt und sollen dann, so zumindest die Theorie, dafür sorgen, dass die Werbung, die mich trifft, aufnahmebereit vorfindet, weil ich eben geneigt bin, genau das zu tun. Sie kennen mich ja. Und damit verdienen die Unternehmen wahnsinnig viel Geld. Also kurz nochmal weg. Es ist sehr, sehr warm heute. Fühlen Sie sich bitte nicht gehemmt, aufzustehen, sich was zu trinken zu nehmen. Also es ist manchmal nicht angebracht, während einer Veranstaltung aufzustehen. Heute ist das nicht der Fall. Wenn Sie Durst haben, bedienen Sie sich bitte, setzen Sie sich wieder hin, hören Sie zu. Also holen Sie sich einfach was. Okay, also das Herr Skerzöller kommt gerade mit dem Mikrofon vorbei. Moment, Sie müssten in das Mikrofon sprechen, damit der Peter Knack Sie auch hört. Sie sehen ja sicher viele, die schon ihr Smartphone und alles haben, aber ich habe keine Ahnung und ich habe gemeint, es würde aufgeklärt, was kauft man, was tut man. Wenn man null Ahnung hat, sitze ich hier und habe von den anderen Sachen noch überhaupt keine Probleme. Was für ein Ander, was für ein Anbieter. Ja, null Anfänger. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Es wäre gut, wenn Sie direkt in das Mikrofon reinsprechen, denn nur das, was dauerhaft ins Mikrofon gesprochen wird, kann der Peter Knack auch verstehen. Ansonsten wird er Sie leider nicht hören. Ja, es geht jetzt um das Smartphone. Viele haben ja sicher schon eins. Ich habe null Ahnung und fange von null an. Und hätte gern erklärt, auch was ist jetzt für ein Anbieter, was ist günstig, was empfiehlt man und wie hoch soll man als Einsteiger gehen. Das sind alles Sachen, habe ich gedacht, das wäre als erstes, was Sie erklären würden. Und ich weiß nicht, ob viele hier sind, die das alles wissen schon. Vielleicht danke. Möchte ich kurz darauf entgegnen, dann nehmen wir doch weitere Wortmeldungen auf. Natürlich ist es immer Frage, was für ein Smartphone kaufe ich mir, was für einen Vertrag schließe ich ab. Da sind wir schon mal beim ersten Problem, dass wir es mit ganz, ganz vielen Faktoren zu tun haben. Welches Betriebssystem, Apple oder Android? Was für einen Vertrag? Verträge gibt es zwischen 5 Euro und 90 Euro im Monat, die mit verschiedenen Eigenschaften ausgestattet sind, die nicht wirklich jeder braucht. Deswegen heute geht es um grundsätzliche Themen, die dahin führen werden, dass Sie sich schon mal Gedanken über gewisse Geräte und Eigenschaften machen können. Das heißt, wir werden nachher noch so ein bisschen über Android, über Apple sprechen, darüber, wo kann ich besser Zugriffsrechte, Sicherheitsmechanismen einstellen, dass Sie nachher vielleicht dann eher besser tendieren können, in welche Richtung Sie gehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, kaufen Sie sich lieber ein Android oder kaufen Sie sich lieber ein Apple-Gerät. Das ist immer von dem abhängig, was man machen möchte, was man ausgeben möchte. Und in so einem Rahmen, das ist ja auch keine Werbeveranstaltung. Ja, und in so einem Rahmen einfach auch ganz schwierig zu erzählen. Gibt es denn sonst noch Fragen zum Thema? Sie hatten sich hier noch gemeldet. Nein? Okay. Gut. Ja, wir waren bei den Zugriffsrechten, bei dem Thema, wie wird über das Smartphone Geld verdient. Und jetzt kommen wir nämlich auch genau an den Punkt, den die junge Frau hier schon angesprochen hat. Sind diese Mechanismen, dass die Apps ständig zuhören und dass ich eigentlich in bestimmten Bereichen keine Kontrolle habe, was über mich gesammelt wird, ist das gleich bei Android, bei allen Android-Geräten und Apple? Oder gibt es dort, ich sag mal, bei dem einen vielleicht Einstellungen, die es bei dem anderen nicht gibt? Ging die Frage jetzt an mich? Ja. Ja, natürlich. Man muss einfach auf das Geschäftsmodell von diesen Unternehmen gucken, die dahinter stecken. Also auf den Android-Handys läuft ein Betriebssystem von Google und Google verschenkt dieses Betriebssystem.
Im Gegenzug bekommt es ziemlich viele Daten von uns allen, nicht nur über die Smartphones, aber insgesamt. Und das Geschäftsmodell von Google ist, diese Daten zu monetarisieren, wie es so schön heißt, Geld rauszuschlagen. Und wer so sich mal die Quartalsberichte anguckt der letzten Jahre, im Schnitt pro Quartal 9 Milliarden Dollar Reingewinn. Einfach durch unsere Daten. Es ist tatsächlich so, dass wir, auch wenn wir ein Telefon mit Android-Betriebssystem kaufen, eben eigentlich nicht ein Produkt kaufen, sondern uns selber vermarkten, unsere Daten. Und Apple hat eben genau das andere Geschäftsmodell. Das ist auch einer der Gründe, warum die Produkte so teuer sind. Denn Geschäftsmodell ist einfach, teure Hardware zu verkaufen und nicht die Daten zu Geld zu machen. Das sind so zwei wirklich polarisierend unterschiedliche Ansätze. Und die finden wir ja dann im Kleinen auch bei den Apps. Es gibt eben Apps, die etwas kosten und da fließen wesentlich weniger Daten ab in der Statistik, in der Tendenz, als bei denen, die vorgeblich kostenlos sind, weil die finanzieren sich nur darüber, dass mit den Daten irgendwo Geld gescheffelt wird. Richtig Geld. Okay, danke schön. Wenn es darum geht, dass wir den Apps einen Riegel vorschieben wollen, also sagen wollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, geht das bei beiden Betriebssystemen gleich gut oder gibt es vielleicht eine Funktion, die es bei Android gibt, aber nicht bei Apple oder andersrum? Im Grunde gibt es die Schutzfunktionen auf beiden Geräten relativ gleich. Sie sind auch alle über die Einstellungen und Sicherheitseinstellungen dann auch zu finden. Mal ist es ein bisschen aufwendiger, den richtigen Punkt zu finden, mal nicht, aber da schmeiße ich dann mal das Internet an, gebe die Suchfrage ein, wo finde ich diesen Punkt und dann kriege ich auch die Antwort. Also das lernt man, das ist schon okay. Generelle Unterschiede gibt es mit den jeweiligen Stores, wo es die Apps gibt, ne? Der App Store bzw. der Play Store. Die Anforderungen, um eine App dort als Entwickler unterzubringen und anzubieten, sind eben bei beiden etwas unterschiedlich und wir haben in der Folge ein unsichereres Verhalten bei Android-Handys. Also da werden öfter mal Apps auch durchgeschmuggelt, die nicht tun, was sie sollen, sondern uns ausspionieren oder Trojaner unterbuchten oder was auch immer Schadsoftware eben sind. Und die kommen bei den im Play Store von Google erstmal durch, bis genügend Anwender sich gemeldet haben und gesagt haben, hier stimmt doch was nicht. Und dann werden die auch rausgeschmissen. Die Chance, so eine Schadsoftware bei Apple in den App Store reinzubringen, ist wesentlich geringer, weil Apple wesentlich höhere Anforderungen stellt und auch genauer prüft, was für Apps dort reinkommen. Also auch hier ist der Unterschied ein bisschen und der führt dann dazu, dass wir generell empfehlen, ein Android-Telefon, das ja letzten Endes auch preiswerter ist, dann aber auch mit einer Schutzsoftware zu versehen, die im Jahr ungefähr so um die 30 Euro kostet zwar, aber eben die Risiken, die sich durch so schadhafte Apps, durch Schadsoftware ergeben, dann auch minimiert. Dankeschön. Also wenn ich jetzt aber ein Android-Smartphone schon habe, worauf muss ich achten, wenn ich mir eine App herunterladen möchte, dass ich mir eben keine infizierte App runterlade? Oder gibt es einen Weg, um sicher zu gehen, dass da nichts Böses hintersteckt? Zwei ganz elementare Sachen. In den Grundeinstellungen ist das Android-Telefon so, dass es nur aus dem Google Play Store Apps holen kann. Und der zweite Weg wäre, die sich aus dem Internet runterzuladen. Dazu muss man aber die Sicherheitseinstellungen von Android aushebeln. Und davon raten wir generell ab. Ich sage dazu, nein, macht es nicht. Denn diese Apps sind oftmals dann eben tatsächlich Schadsoftware. Sonst, wenn sie es nicht wären, wären sie ja im Play Store drin. Das ist also der erste Punkt, die Apps nur aus dem Play Store von Google installieren und dann auch darauf achten, dass es vielleicht nicht eine ist. Das sieht man ja, wenn man sich die Eigenschaften und die Beschreibung anguckt, ob das eine neue ist oder ob die schon jetzt ein Jahr oder so ein halbes Jahr in diesem Play Store drin ist. Das würde ja den Anwendern die Chance geben, zu merken, die ist schlecht, dann würden die sich melden und dann wäre die schon raus. Mit einer App, die jetzt gerade eingestellt ist, gibt es diese Erfahrung noch nicht und mit der bin ich per se unsicherer unterwegs. Also nur aus dem Play Store installieren und nicht die neuen, sondern welche, die schon ein paar Wochen drin sind, nehmen. Ich klebe hier schon an meinem Handout fest. Ja, auch Dankeschön, Peter. Das Ganze klingt jetzt ja erstmal nicht so gut. Also ich meine, es wird überall werden. Daten gesammelt, welches Smartphone benutzt, wo ich bin, wer ich bin, warum ich bin.
Was macht man da? Also am sichersten wird man doch gehen, wenn man sich erst gar kein Smartphone anschafft und sich auch keine Apps installiert, dann werden auch keine Daten von mir gesammelt, oder? Was meinst du? Naja, in dem Moment, wo wir uns auch im Internet bewegen, werden ja schon Daten über uns gesammelt. Das Smartphone ist dann nur ein weiterer Datenlieferant natürlich, aber mit den Tipps, die wir jetzt schon gegeben haben, also zur Wahl des Betriebssystems, welche Apps zu nehmen sind, eben lieber welche, die was kosten, statt welche, die unsere Daten absaugen. Mit denen ist, glaube ich, schon ein relativ hohes Maß an Sicherheit und die Datenspur, die wir im Internet hinterlassen, ist dann etwas geringer, sodass der Nutzen, den das Smartphone hat für den Alltag, für das Zusammenleben, für die Arbeit auch, das Zusammengehen mit Kollegen, dann überwiegen die Vorteile ganz klar. Also ich würde das nicht missen wollen. Also das heißt, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, sich auch mit diesen Funktionen auseinanderzusetzen, dass man überhaupt mal weiß, was auf seinem Gerät überhaupt funktioniert. Und vor allen Dingen auch, warum Daten gesammelt werden. Und das ist ja auch eine ganz interessante Frage, Peter. Warum werden eigentlich diese ganzen Daten gesammelt? Es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass die Anbieter sie zu Geld machen wollen. Dafür gibt es Datensammler und Unternehmen, die auch auf den Daten hocken, bitte. Wie werden die denn zu Geld gemacht? Ja, also das eine ist, dass eben tatsächlich direkt Werbung auf uns maßgeschneidert wird, was den Nachteil hat, dass ich tatsächlich verarme, denn wenn ich die Welt nur über diese eingeblendete Werbung sehe, dann kriege ich immer nur mehr vom Gleichen, aber nichts mehr mit von der Vielfalt des Angebotes, beispielsweise bei Käufen oder bei Freizeitangeboten. Und das ist auch schon eine Form der Manipulation, die ich nicht mehr will. Aber personalisierte Werbung, wie es so schön heißt, ist den Anbietern, die Werbung schalten wollen, viel Geld wert. Und das ist eben das, wo Google reingeht, ne? 9 Milliarden Dollar pro Quartal Reingewinn als Durchschnittswert. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass auch jede Menge, das hängt dann ein bisschen vom System ab, ich will jetzt, wir leben ja zum Glück in der Demokratie, aber das kann ja schnell kippen. Wenn ich gucke, was in China läuft mit dem Sozialpunktesystem, mit dem Sozialkreditsystem, wie wir dort, wie die Chinesen dort ausspioniert werden, auch über die Telefone, die sie haben, die benutzt werden, um sie zu orten, wenn irgendwelche Gesetzesverstöße sind, die dann eben zum Punkt abzuführen. Das ist der totale Kontrollstaat. Und wir haben in der Türkei gesehen, wie schnell ein Land, das auf dem Weg ist zur Demokratie, nach unseren Vorstellungen umkippen kann in eine Autokratie. Das hat keine 10 Jahre gedauert. Das geht ganz, ganz schnell. Gut, also das heißt, es gibt massenhaft Möglichkeiten, es gibt Chancen, aber es gibt für uns auch die, ja, eigentlich schon die Pflicht, uns auch mit den Funktionen mit auseinanderzusetzen, um zu wissen, was da auch passiert. Was da auch passiert, das ist auch ein ganz gutes Thema, weil Digitalisierung betrifft ja jetzt nicht nur die Smartphones, sondern wie gesagt auch unser aller Alltag. Und spannend ist ja natürlich auch die Frage, wie wir mit diesem Punkt der Digitalisierung ja auch umgehen. Und wir haben jetzt hier auch Herrn Dolke hier, stellvertretenden Dekan. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, Herr Dolke, wie sehen Sie denn, oder sehen Sie denn für die evangelische Kirche oder auch für die Kirchengemeinde die Chancen, die die Digitalisierung oder auch Smartphones eigentlich auch mit sich bringen? Da möchte ich auf zwei Ebenen gehen. Zum einen die eine Ebene, die Erreichbarkeit, die ich habe. Ich weiß noch, anfangs, da war ich im Vogelsberg Pfarrer, da musste ich, wenn ich mal 3-4 Stunden wegfahren wollte, 4-5 Stunden irgendwo hin. Das konnte ich machen, so am Nachmittag hatte ich immer Angst, meine Güte, wenn ein Sterbefall kommt, eine wichtige Nachricht, ich verpasse das. Und ich hatte einen Anrufbeantworter empfangen, so alle 2-3 Stunden bin ich dann zum Münztelefon gegangen, habe Groschen reingeworfen, habe mich selber angerufen, den Code eingetippt und dann konnte ich von ferne, manche nicken hier, wissen das, wie es geht, und konnte dann von ferne meinen Anrufbeantworter abhören und musste nur fast schnell mitschreiben, was da jetzt eben, welche Nummer zurückzurufen sei. Ich hatte mal so, in Vakanzen hatte ich dann für 2-3 Gemeinden gleichzeitig sozusagen Dienst und da kam das eben doch schon vor.
Das war sehr stressig. Das finde ich gut beim Smartphone. Ich bin überall erreichbar, selbst im Ausland, jetzt als stellvertretender Dekan, wenn da irgendwelche Konflikte sind, kann ich von Frankreich, von Großbritannien, kann ich mich einschalten und sagen, das und das ist ganz gut oder meine Mail beantworten, finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite muss ich mich dann zügeln, dass ich sage, meinetwegen zwischen 1 und 3 Uhr gehe ich nicht ans Telefon, weil ich sonst immer bin. Oben werden die Smartphones auch der Kinder, wenn sie zum Mittagessen kommen, aus der Schule hingelegt, dürfen nicht angeguckt werden. Und ab abends 8 Uhr ist auch Feierabend bei Ihnen, bei mir ein bisschen später. Das finde ich gut. Und natürlich im Flächendekanat wie Nassauer Land, wo wir 700 Quadratkilometer haben, wäre es unvorstellbar, so die Leute zu versuchen zu erreichen, E-Mails abzuschicken. Wir haben bestimmte Ablagemöglichkeiten, wo wir sicher Dokumente haben können. Also vieles, das, was die Gemeindeglieder heute von uns erwarten, von uns Pfarrerinnen und Pfarrern, wäre ohne die digitale Technik gar nicht möglich. Da ist ein Anruf von dem Gemeindeglied und in 5 Minuten soll alles geklärt sein. Das geht gar nicht ohne digitale Technik. Ja, vielen Dank. Einsatz Flächendekanat, ein spannendes Thema. Und da haben wir auch noch den Dieter Zorbach hier mit seiner Initiative 55 plus minus. Und da komme ich jetzt mal gerade zu Ihnen rüber. Herr Zorbach, wo sehen Sie denn die Chancen der Digitalisierung gerade im ländlichen Bereich? Im Grunde geht es uns ja nicht anders als den Pfarrerinnen und Pfarrern auch. Ich lebe irgendwo, ich bin irgendwo und wenn es die Enkel sind, mit der WhatsApp will ich mit denen Kontakt sein oder wen auch immer. Wir sind uns fern, was die Kilometer anbetrifft. Aber wir sind ja auch eine sehr dichte Bevölkerung, was die Kontakte anbetrifft. Also da ist eigentlich kein großer Unterschied und da liegt dann auch die Herausforderung, dass wir die Menschen, die wir treffen wollen, zu fairen Tageszeiten erreichen. Dass die Enkel nicht die halbe Nacht mit dem Ding rumhantieren und die Erwachsenen auch sagen, na, vor 9 Uhr morgens lasse ich die Leute auch in Ruhe. Aber ohne das geht vieles schon nicht mehr. Ja, vielen Dank. Ja, du hörst, hier im ländlichen Raum kommt man kaum Smartphones vorbei. Sie hören, wir haben eine ganze Menge zu tun, wenn wir uns mit Smartphones, mit Digitalisierung auseinandersetzen wollen. Das werden wir im Rahmen von diesem Projekt machen. Und bevor wir uns jetzt gleich eine kleine Pause gönnen und auch den Peter Knag auch verabschieden, für Sie einfach nochmal die Möglichkeit, haben Sie am jetzigen Punkt auch nochmal Fragen an den Herrn Knag von der Stiftung Warentest, die wir jetzt hier in diesem Zusammenhang noch beantworten können. Ja, der Herr Zorbach hat noch eine Frage. Ich möchte fragend darauf hinweisen, das ist ja ganz schön gefährlich mit diesen Apps, habe ich gehört. Jetzt weiß ich natürlich auch gleichzeitig, dass die Initiative 55 plus minus, für die ich heute Abend hier sitze, wir haben eine eigene App. Da ist keiner hinten dran, der das, was man damit macht, irgendwo aufzeichnen würde, sondern sie ist einfach nur gut. Wir machen auch keinen Gewinn. Wir bezahlen Geld drauf. Es ist Geld von der Kirche und vom Landwirtschaftsministerium, nicht unser eigenes. Also solche Apps gibt es natürlich auch, die einfach ehrenamtlich betrieben werden. Und ich sage mal, ganz hinten sind Sie, Frau Steinsberger Henkel, erster Werbeblock so eingeschlichen von mir. Wenn einer mit dieser App Meindorf 5 plus minus in Kontakt kommen möchte, dann sitzt da hinten die Frau lebendig, die sowas erklären könnte. Aber wie gesagt, sind die sonst alle böse und wir sind die einzig Guten? Nein, nein, es gibt zum Glück auch noch sehr viele andere Gute und die kommen überwiegend auch aus Deutschland. App-Entwickler aus Deutschland sind per se viel mehr auf Datenschutz auch orientiert und halten den ein. Und wir hatten ein schönes Beispiel. 2012 haben wir das erste Mal uns Smartphone-Apps vorgenommen und haben geguckt, was die so im Hintergrund tun, ohne dass der Nutzer das merkt und beeinflussen kann. Und wir haben bei den deutschsprachigen Anbietern, die dort erstmal eine schlechte Note von uns gekriegt haben, teilweise in weniger als 24 Stunden, also am nächsten Tag, den Anruf gehabt, die E-Mail gehabt, die Kontaktaufnahme, die sagen, Mensch, was ist denn da schiefgelaufen? Könnt ihr uns doch mal genau helfen? Und die haben auch innerhalb kürzester Zeit nachgebessert und
einfach nicht gewusst, dass sie eine App aus einem Baukasten nehmen und dass dieser Baukasten halt diese verschiedenen Tracking-Tools zum Absaugen von Daten aktiv haben. Die waren dann aber durch unsere Veröffentlichung drauf gestoßen, dass sie da mal reingucken, haben die Haken weggemacht und die Apps praktisch über Nacht sicherer gemacht. Also es gibt dort auch Gutes zu melden und es gibt eben auch, das ist unsere Erfahrung, fast immer eine App, die aus der Sicht des Datenschutzes tatsächlich zu tolerieren oder gar zu empfehlen ist und eben nicht nur die Datenschleudern und Datensauger. Vielen Dank. Noch jemand eine Frage oder Rückmeldung? Ja, da hättest du doch mal eine. Würdest du vielleicht gerade nochmal hier hinten? Ah ja, ich komme zu Ihnen. Wo bekomme ich denn Ihre Empfehlungen her? Wo kann ich denn sehen, welche Apps gut sind, welche nicht? Haben Sie da Veröffentlichungen im Internet? Ja, also das Beste ist tatsächlich, bei uns ins Internet zu gucken unter www.test.de und dann die Art von App, ob es nun Fitness-App sind oder was auch immer, mal einzugeben und dann sehen Sie die Testergebnisse dazu. Und da, wo eben Datensendeverhalten sehr kritisch dran steht, da rate ich von ab, denn das ist wirklich sehr kritisch. Und die anderen sind dann aber eben wesentlich weniger datenhungrig oder eben tatsächlich total verschwiegen. Die gibt es immer. Zum Thema Tests im Internet. Sie werden zu allen Produkten jede Menge Tests im Internet finden. Entscheidend ist meiner Meinung nach, wer hinter diesen Tests steht und wer diese Tests bezahlt. Ja? Peter, wie ist das denn bei euch? Wer bezahlt dich denn oder euch dafür, dass ihr Sachen lobt oder durchfallen lasst? Ja, das ist genau der Punkt, der uns dann doch ein bisschen raushebt. Folge dem Geld und du weißt, wer der Drahtzieher ist. Wir finanzieren uns aus den Verkäufen unserer Hefte aus. Zum Teil sind die Inhalte auch, wenn sie noch jünger sind, im Internet nur gegen einen kleinen Obolus dann eben auch abzurufen. Wir verkaufen also unseren Content, wie es so schön neudeutsch heißt. Und wir kriegen auch noch einen kleinen Zuschuss von der Stifterin, nämlich der Bundesrepublik, die uns 1964 gegründet hat. Wir sind ja eine Stiftung, Warentest. Und das ist unser Finanzpolster, mit dem wir hantieren müssen. Wir haben eben keine Werbung geschaltet. Wir kriegen keine Testprodukte gestellt, die dann irgendwie schon hübsch gemacht und poliert sind, damit sie ja einen Testsieg einfahren, sondern wir kaufen die anonym im Handel mit unserem eigenen Geld. Das ist eben das, was uns so einmalig macht. Wir sind unabhängig. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Wir sind nur Menschen. Aber wir werden eben nicht bestochen, irgendein Produkt gut oder schlecht zu finden, nur weil der Markt es so will. Okay, das stimmt mich jetzt gerade so ein bisschen negativ, weil ich hatte die Befürchtung oder ich hatte die Hoffnung, was Theo angeht, dir irgendwie dich noch mal einladen zu können, dass ihr meinen kirchlichen Sprachassistenten noch mal hervorhebt und lobt und erwähnt. Ja, ja, weißt du, Tobias, wenn du uns den schickst, fällt der genauso durch wie Alexa und Co. Das freut mich. So, wir haben noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz Werbung machen für die App Mein Dorf 55 Plus, was gerade Herr Dieter Zobber schon angesprochen hat, weil das ist eine App, die ist absolut sicher, die ist gefördert von der EKN, ist ausgezeichnet von der BAXO, hat noch den goldenen Internetpreis bekommen und wenn Sie die benutzen, und das ist für unsere Zielgruppe 55 plus und aber auch minus genau die richtige, Sie finden dort haushaltsnahe Dienstleistungen, Sie können Kontakte knüpfen, Sie können Programme entwickeln und selber einstellen. Das, was Sie alles schon mal machen wollten, können Sie dort machen und Sie finden auch für jeden Tag, wirklich für jeden Tag, finden Sie ein Angebot, wenn Sie sagen, also ich bin jetzt einsam und ich möchte mal wieder Leute kennenlernen. Gemeinsam aktiv werden ist das Motto der App und die ist einfach klasse. Das muss ich einfach hier mal loswerden, auch so einen kleinen Werbeblock und bin auch dankbar mit dem Dieter Zorbach. Wir arbeiten seit gut anderthalb Jahren zusammen und auch für die Uli, die mit viel Mühe auch diese App hier unter die Bevölkerung bringt. Und die wird vergrößert. Sie wird jetzt nicht nur da in Bornisch und hier so im Dekanat sein, sondern sie wird meinen Rhein-Lahn-Kreis zusammen mit der Brücke wird sie gehen. Und das ist eine App, da können Sie mit gutem Gewissen reingehen und Sie können auch dort wirklich sich anmelden. Deswegen ist so eine Sperre dabei. Sie müssen sich registrieren lassen und das ist eigentlich top. Also wollte ich mal ganz kurz noch mal sagen hier, loswerden. Gut, danke. Herr Dolke hatte noch eine Wortmeldung. Ja. Ja. Genau. Jetzt kommt meine Assistentin.
Ich muss jetzt bekennen, ja, das ist Alexa. Es tut mir sehr leid. Von meinen Kindern heiß geliebt, aber eben auch wissend, wie man zum Beispiel mit einem Klick das Mikrofon abstellt. Ja, und dann ist Alexa sozusagen nicht lebensfähig. Ebenfalls haben wir dann nachts das Internet sowieso abgestellt. Da kann Alexa gar nichts machen. Und meine Kinder sind so gedrillt, die machen einfach den Stecker raus. Und dann ist Alexa eben schweigsam in beiderlei Hinsicht. Denn mir hat das Herz geblutet mit Theo, was Sie vielleicht nicht wissen, ich aber wohl, dass wir in der Tat von der Kirche eine kirchliche App vorbereiten, genauso wie Sie gesagt haben, die läuft schon seit einem Jahr in der Church of England und hatte einen riesen Absatz. Der Grund ist einfach der, wir kommen an solchen Geräten nicht herum. Ja? Ich denke, in 10 Jahren wird so etwas in fast jedem Haushalt stehen und wenn man es klug nutzt, ist es tatsächlich schön zu sagen, hier, spiel mal ein Lied vor, wie geht mal das Vaterunser, wann ist der nächste Gottesdienst oder mir geht es gerade schlecht und dann wird man zur Telefonseelsorge durchgestellt. Eben wie bei allen Geräten ist es hier klug zu nutzen und ich freue mich schon auf App von unserer Kirche, wenn sie dann kommt, kostet halt ein bisschen Geld, weil ich denke, es ist eine Möglichkeit, die andere ja auch nutzen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu bleiben, auch eventuell mit Ihnen, wenn Sie es eben klug nutzen. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass man weiß, die Segnungen der Technik sind in beiderlei Hinsicht gut, in zweierlei Hinsicht zu sehen, nach dem Guten, nach dem Schlechten und fordern eben den mündigen Bürger. In China beispielsweise gibt es eben Apps, gibt es Punkte und Beobachtungssysteme im Staat, die kann man weder abstellen, noch darf man hinterfragen, wer da was aufgezeichnet hat. Dafür würde mir auch grauen. Vielen Dank, Herr Leuke. Ja, Peter, abschließendes Wort. In 10 Jahren gibt es keinen Haushalt mehr ohne Sprachassistent. Was ist deine Meinung dazu oder deine Hoffnung oder dein Wunsch? Also erstmal finde ich das absolut toll, was ich über eure App gehört habe und auch über den richtigen Umgang mit Alexa, dass ich mit meinem Pessimismus, den ich ja immer ausstrahle, ich komme ja immer schon vor wie paranoid, dass ich dort aber jetzt bei euch gelandet bin, die mit dieser Technik genau das machen, was richtig ist, nämlich sie bewusst einzusetzen und das Gute, was sie bringen kann, dann auch tatsächlich vorzuholen. Also ganz großartig, finde ich toll. Und ob ich in 10 Jahren dann soweit bin, dass ich mir so eine Box ins Haus stelle, das weiß ich noch nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, vielen Dank, Peter. Sie sehen alle, das Thema ist enorm groß. Ich hatte es bereits angekündigt und deswegen können wir jetzt uns auch bei dieser Auftaktveranstaltung nicht auf die reine Empfehlung eines einzelnen Gerätes stützen, weil Sie merken einfach, dass es von so vielen Faktoren abhängig. Und mit diesen Faktoren wollen wir uns im Rahmen von dem Smartphone-Entdecken-Projekt allen auseinandersetzen. Das wird Ihnen gleich nach der Pause dann auch vorgestellt. Aber ich glaube, Pause ist ein gutes Stichwort. Ich möchte hier erstmal die Gelegenheit nutzen, Peter, dir erstmal herzlich zu danken für deinen Einsatz, für deine Worte heute Abend. Und ich glaube, du hast uns hier alle sehr viel weitergebracht. Danke dir, Peter. Gerne. Ja, und auch allen, die jetzt online zugucken, der Stream endet jetzt gleich, wünsche ich einen schönen Abend. Die Aufzeichnung wird ab nächster Woche auf der Smartphone-Entdecken-Projekt-Website sein. Euch auch einen schönen Abend. Und den Anwesenden hier würde ich sagen, da hinten stehen Snacks und Getränke, bedienen Sie sich.